iTunes-Listen nach Regeln auswählen. Neben den einfachen Listen gibt es in iTunes auch dynamische Listen, deren Inhalt anhand von Regeln zusammengestellt wird. iTunes nennt sie intelligente Wiedergabelisten. Sie lassen sich über die erwähnte Plus-Taste anlegen oder über Neu, intelligente Wiedergabeliste im Menü Ablage. Es erscheint ein Fenster, in dem man Kriterien wie Titel, Datenrate, Datum und viele mehr auswählen kann. Man kann den Umfang vorgeben, beispielsweise Spieldauer, Speicherbedarf oder Titelanzahl. Wählt man automatisch Aktualisieren, passt iTunes den Inhalt an, wenn sich in der Mediathek etwas ändert.